Das Klopapier ist leer. Das Klopapier ist leer. Ein einfacher Satz, der 4 unterschiedliche Reaktionen auslöst. Wie kann das sein? Jeden Tag entstehen Konflikte zwischen uns und unseren Mitmenschen aufgrund von unserer Sprache. Der Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun hat ein Modell entwickelt, mit dem man Kommunikation beschreiben und Störungen auf den Grund gehen kann. Er nennt es das 4-Seiten-Modell, denn in jeder Aussage verstecken sich eigentlich gleich 4 Botschaften, also 4 Seiten einer Nachricht. Das Klopapier ist leer. Es gibt immer mindestens einen Sender und einen Empfänger. Indem er mit ihr spricht, sendet der Sender dem Empfänger eine Nachricht. Das heißt, sie kommunizieren. In unserem Beispiel ist Jan auf dem Klo der Sender und Lisa der Empfänger. Aber was sagt er ihr eigentlich? Das Klopapier ist leer. Betrachten wir nur die reine Information, ohne etwas hineinzuinterpretieren, dann ist die Sachinformation, es gibt kein Toilettenpapier mehr. Aber ist das wirklich alles, was Jan sagt? Jan erwartet von Lisa offensichtlich eine Handlung. Das Klopapier ist alle. Mit dieser Aussage fordert er Lisa zu etwas auf. Die Appellebene in seinem Satz ist, hol welches. In fast jedem Satz steckt die Absicht, auf den Gesprächspartner Einfluss zu nehmen und ihn zu etwas zu bewegen. Stellt euch vor, in einem Raum ist das Fenster geöffnet und ich sage, brrr, mir ist echt kalt. Der Appell an denjenigen, der in der Nähe des Fensters sitzt, mach das Fenster bitte zu. Aber das ist noch nicht alles. Laut Schulz von Thun gibt man mit jeder Äußerung auch etwas von sich und seiner Persönlichkeit preis. In jedem Satz steckt also ein Stück Selbstoffenbarung des Senders. Jans Selbstoffenbarung lautet, ich benötige Hilfe. Fehlt noch eine letzte Botschaft, die 4. Seite einer Nachricht, und das ist die Beziehungsebene. Das ist, finde ich, die interessanteste, denn in ihr steckt, was ich von dir halte und wie wir zueinander stehen. Für diese Ebene in der Nachricht ist man meistens besonders sensibel, denn hier fühlen wir uns sehr schnell kritisiert. Vor allem der Tonfall und der Kontext bestimmen die Beziehungsbotschaft einer Nachricht. Gehen wir mal davon aus, dass Jan und Lisa zusammenwohnen und die Situation schon häufiger vorgekommen ist. Mit seiner Nachricht könnte Jan auch sagen, du warst dran mit Einkaufen. Immer vergisst du etwas. Ich hab's dir schon 1000 Mal gesagt, du sollst dir einen Einkaufszettel schreiben. Auf dich ist echt kein Verlass. Verständlich, dass Lisa motzig reagiert auf diese Kritik. In Gesprächen kommt es nun darauf an, mit welchem Ohr wir die Nachricht hören. Also auf welcher Ebene wir sie verstehen und deuten wollen. Ein streitendes Pärchen hört sehr oft mit dem Beziehungsohr. Hey, ist dein Kleid neu? Na und? Dafür fahre ich im Gegensatz zu dir nicht so eine Spritschleuder. Aus der Frage nach dem Kleid schließt sie, du findest also, ich gebe zu viel Geld für Klamotten aus und sollte sparsamer sein, ja? Sie fühlt sich kritisiert und dazu gedrängt, sich zu rechtfertigen. Deswegen kontert sie gleich mit einem Angriff auf sein teures Auto. Der Empfänger hat die Nachricht gar nicht aus dem Beziehungsmund gesprochen. Eigentlich meinte er es nett und gab eine Selbstoffenbarung preis. Er wollte mit der Frage nach dem neuen Kleid eigentlich sagen, ich finde dein Kleid echt schön, mir fällt auf, wenn du was Neues trägst. Ihre Reaktion ist für ihn völlig unverständlich und es eskaliert. Weißt du was? Wir sollten es einfach lassen. Viele Missverständnisse und Konflikte können wir also ganz einfach vermeiden, indem wir uns und unsere Gesprächspartner beobachten und uns fragen, hat der andere mit dem richtigen Ohr gehört und es auf der Ebene verstanden, auf der es auch gemeint war? Was war euer schlimmstes Missverständnis? Erzählt's mir gerne in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal bei Musste Wissen Deutsch. Gerne ein Abo dalassen und nichts mehr verpassen. Tschüss!